Der Inhalt dieses Vortrags dient ausschließlich der Information und Unterhaltung des Zuschauers und stellt keine Anlageberatung und keine Empfehlung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar. Herzlich willkommen heute zu diesem Video. Heute geht es mal um eine ganz spannende Perspektive, nämlich Bitcoin früher und heute, beziehungsweise Kryptomarkt früher und heute. Und ich habe vorhin gesehen, dass Bitcoin.org ein Redesign gemacht hat. Ich war jetzt auch schon ein paar Wochen nicht mehr drauf und die haben jetzt ein schönes Redesign gemacht. Und dann dachte ich mir, ach komm, machst du mal ein Video, in dem du mal dir ein paar andere Websites anguckst aus der Kryptobranche, so unsere Lieblingswebsites. Wie sehen die gerade aus? Was passiert bei denen so? Und da wollte ich einfach mal mit euch gemeinsam die Geschichte anschauen. Ja, perfekt, jetzt habe ich ein bisschen Platz. Und dann legen wir mal los. Wir schauen uns einfach mal CoinMarketCap an, für alle, die das noch nicht gemacht haben, noch nie gesehen haben. Ich nehme die Wayback Machine und schaue mir jetzt einfach mal mit euch gemeinsam die Webseiten an, wie sie eben früher aussahen. Und zwar, ich habe nach dem ältesten verfügbaren Eintrag gesucht in der Wayback Machine. Das klappt nicht immer. Manchmal sind die Daten einfach nicht vollständig oder die Domains waren noch gar nicht vollständig gelauncht als Projekte. Aber ich habe eben versucht, die allerersten spannenden Aufnahmen dazu zu schauen. Insofern dürft ihr gespannt sein, wird ein kleiner Ausflug heute, nicht allzu lang, aber ein kleiner Ausflug in die Welt der Kryptowährungen und die Entwicklung, wie das sozusagen sich entwickelt hat. So, jetzt legen wir mal los. Wir sehen hier CoinMarketCap und schauen uns an. Wir haben einen Eintrag gefunden vom 9. Mai 2013. Da war der Bitcoin noch bei 111 Dollar und wir sehen hier die Reihenfolge der Marktkapitalisierung, extrem spannend. Wir hatten Litecoin bei 59 Millionen Dollar, PPCoin bei 5 Millionen Dollar, Namecoin, Feathercoin, Terracoin, Defcoin und ihr seht, wie klein die Marktkapitalisierung hier insgesamt noch war. Und das war es auch schon. Also das waren so die ersten Kryptowährungen, die bei CoinMarketCap drauf waren. Ihr seht, das war jetzt noch nicht so die Welt. Das waren hier die Platz 14 und damit auch die letzte Kryptowährung war bei 176.000 US-Dollar. Eigentlich schon richtig viel für damalige Verhältnisse, aber hier waren wir schon extrem auf einem interessanten Niveau. Es gab damals schon 11.134.550 Bitcoin. Und ja, eine spannende Geschichte damals gezeigt. Und man sieht so, wie viele von diesen ersten Coins heute noch da sind. Ich glaube, es ist der Bitcoin und Litecoin als Fork von Bitcoin. Und das war's, glaube ich. Alle anderen sind, soweit ich weiß, eben weg. Ja, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber das sieht man auch, wie so in der Zeit sich die Sache entwickelt. Ihr könnt euch selber mal ein bisschen hier gucken. Es gab viele, viele Snapshots seitdem. Und über 4.900 Captures, also Snapshots von CoinMarketCap, sehr interessant anzugucken. Und damit das Video auch nicht zu lang geht, gehen wir jetzt auf das nächste ein. Und zwar gehen wir ein auf BTC Echo, auch eine sehr beliebte Seite, auch eine der bekanntesten Kryptoseiten im deutschsprachigen Raum. Und da wollen wir auch mal die Anfänge angucken, also einer der ersten Einträge. Und so sah BTC Echo auch aus. Ich meine, ich erinnere mich noch ein bisschen an die Anfänge vom Kryptomagazin. Da haben wir auch, das ist halt einfach eine WordPress-Installation und man fängt halt mal an, gell? Hier gibt es die klassische Sidebar und dann sind hier die ersten Latest News. Und dann sind halt hier unten irgendwie noch ein Widget drin. Und das war es halt. Das waren die ersten Designanfänge. Das Logo wurde halt hier oben noch eingebaut über die Navigation. Einfach, da hat einer ein schönes Logo designt. Interessant, das Redesign von BTC Echo kam auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, indem sie dann eben professionalisiert haben. Ich fand jetzt das alte Logo auch schön, aber ich finde natürlich, das haben sie toll gemacht und einen total modernen Anstrich gegeben. Ich meine, ab und zu muss jede Website auch mal ein neues Design machen. Und wenn man uns jetzt hier mal anguckt, was so die News waren am 14. März 2014, Hongkong erste Bitcoin nochmal Automat online, da hat man schon gesehen, dass in Asien die Sachen schon ein bisschen schneller vorangingen. Hier, was auch interessant war, Ripple, Litecoin, die wichtigsten und wertvollsten Bitcoin-Alternativen, das ging dann schon los. Hier sehen wir schon Icons, die gibt es heute gar nicht mehr. Also Litecoin kann man erkennen, die anderen eben nicht mehr so wirklich. Und wir kommen nachher noch auf spannende
auf spannende Meldungen von anderen Seiten, die wir uns noch angucken. Hier eBay meldet Patent für Handelssystem an, auch Bitcoin wird genannt. Also auch damals war schon die große Spekulation, dass irgendwann mal ein großer Spieler am Markt eben Bitcoin akzeptiert. Und wir sehen hier auch damals schon einer der ersten Werbepartner waren Bitcoin.de. Damals gab es jetzt auch wirklich viele Affiliate-Programme. Und ich gehe mal davon aus, es war jetzt auch ein Affiliate-Programm oder es war eben hier einfach mal eine Möglichkeit, hier Werbung zu schalten für die Anfänger von Bitcoin.de. Auf die gehen wir nachher auch noch ein. Es wird spannend. Ich gehe jetzt auch nicht hier. Hier kann man Wallets runterladen und hier Bitcoin-Trading-Maschine. Also auch spannend, womit die am Anfang angefangen haben. Und hier konnte man auch Preisentwicklung, Regulierung war ein Thema und Händler. Auch ein nämlicher Punkt. Viele Krypto-Webseiten fangen auch mit der Idee an, dass man sagt, man will den Handel einbinden und eben Akzeptanzstellen einmachen. Damals schon sehr visionär, meiner Meinung nach, dafür für den 15.2014. Also schon sehr, sehr, also 15. März 2014. Also schon ziemlich visionär damals. Dann gehen wir gleich weiter zu Cointelegraph. Future of Money, auch eine der Webseiten, die eine der meist angesurften Webseiten im Kryptomarkt ist und natürlich auch die Seite, von der die meisten deutschsprachigen News kommen. Das heißt, da wird oft geguckt, was gibt es da an Schlagzeilen. Die sind ziemlich aktuell und bestechen durch ihre coolen, sehr coolen Thumbnails, die sie hier produzieren. Also das ist auch ein Grund, warum die so erfolgreich sind. Es ist einfach mega kreativ, die Plattform. Und lasst uns mal schauen, was deren Anfänge waren. Und zwar sah das damals so aus. Natürlich hatten die noch ein schönes Logo oben nicht drin. Ich glaube, das ist einfach nicht gecached. Ansonsten sieht man halt eine Werbung. Oder die haben ja auch Reviews gemacht. Und jetzt lassen wir uns auch mal die News angucken. Damals vom 27. Dezember 2013. Litecoin gets its own widget on at Forex Minute. Keine Ahnung. Hier, und das ist, fand ich, eine der interessanten Überschriften, nämlich Island, das Land der Geothermie-Energie und Bitcoin-Miner. Also interessant, also 2013 bereits eine super, super klare Perspektive. Damals ging schon die Thematik Strom, günstig Strom, wo kann man es machen, Geothermie. Und das ist halt was, wo man sagt, durch diese heißen Quellen werden eben Turbinen betrieben, durch den Wasserdampf. Und dadurch wird durch Geothermie, durch Wärme aus der Erde eben Energie erzeugt. Und die ist extrem günstig, weil es eben unendlich davon gibt dort, aufgrund der heißen Quellen und also der Vulkane. Und deshalb ist es damals schon interessant gewesen, dort Bitcoin zu minen. Also auch interessant. Und hier, Entrepreneurs should start accepting Bitcoin in 2014. Das heißt, die haben schon gesagt, Gründer und Unternehmen sollten eben ab 2014 auf jeden Fall Bitcoin akzeptieren. Man sieht schon, wer damals diese Seiten besucht hat und auf dem Laufenden war, der hat schon einen ganz anderen Blick auf die heutige Zeit, in der wir heute über viele Dinge diskutieren, die damals schon einfach klar waren. Und man sieht hier schon auch hier diesen QR-Code und alles. Es war alles damals schon ziemlich weit voraus. Und da muss man einfach sehen, 2014 wurde hier eben auch schon gesagt, die Leute sollten es akzeptieren. Also klar, als Cointelegraph, extrem fortschrittliche Website damals schon, und die wussten, wohin es geht. Hier Obama-Coin can change we can believe in. Also witzig, da einfach was da in dieser Zeit so los war, immer ist wieder interessant. Und you can buy a personal aircraft with your Bitcoin. Also man kann irgendwie bei dieser Firma Skycraft Airplanes, kann man irgendwie mit Bitcoins ein Flugzeug kaufen. Auch total witzig. Die ersten Akzeptanzstellen waren also auch Flugzeuge, Hersteller. Also interessant. Und hier Bitcoin starts to ensure healthcare for its owners in 2013. Also auch das ist interessant, so die Frage nach Vorsorge, Rücklage für medizinische Dinge oder für Altersvorsorge. Das sind so Sachen, in denen da schon Bitcoin als Konzept interessant ist. Und dann lasst uns mal gucken, wo wir weitermachen jetzt, weil wir haben noch ein bisschen was vor uns. Also das Video geht nicht allzu lang, aber das Spannendste kommt natürlich zum Schluss. Wir gucken uns jetzt noch kurz CoinDesk an, auch eine sehr, sehr beliebte Website, auch sehr, sehr bekannt. Und ihr auch super professionell mittlerweile. Man hat
man sieht, in dieser Kryptobranche steckt mittlerweile einfach mehr Geld drin. Das muss man einfach sagen. Das waren auch hier die ersten Anfänge, eine einfache Website, ein paar Navigationspunkte und das war's. Und hier sieht man halt einfach schon, das Design hat sich verändert. Natürlich seit in den letzten 4, 5 Jahren von Webseiten. Dieses Flat-Design hat sich durchgesetzt und eben spannend, wie professionell diese Seiten geworden sind. Und jetzt schauen wir uns mal an. CoinDesk goes live. Also das war hier am 2. Mai 2013. Und wir gucken hier mal Employees blame for zombie Bitcoin mining. Amazon books its own currency. Also interessant, damals wurde schon spekuliert mit der eigenen Kryptowährung für Amazon. Mt. Gox delays support for Litecoin. Damals gab es Mt. Gox noch. Also das war also das Thema mit diesem großen Hack. Und das Thema ist super, super spannend, weil das war einer der prägenden Aspekte der Kryptobranche der letzten Jahre, der große Mt. Gox Hack, in dem eben so viel Bitcoin gestohlen wurden wie noch nie. Und in der heute noch Anleger hoffen, an ihre Bitcoin zurückzukommen, bei dem aktuellen Wert ist ja Wahnsinn. Hier, the end for Bitcoin 24 Exchange. Damals gab es auch schon die ersten Exchanges, die kaputt gegangen sind. Hier, Chris Dixon, I believe in Bitcoin. eBay CEO, wait, PayPal, Bitcoin Option. Also auch hier gab es schon Diskussionen, dass PayPal irgendwie Bitcoin, also dass eBay mit PayPal, also Bitcoin akzeptiert. Dann hier Bitcoin via SMS ist hier. Also gab es auch schon die Integrationen in eben die bestehenden mobilen Systeme. Das ist nämlich heute auch ganz normal. Die Leute haben heute Wallets auf ihrem Handy. Das ist damals jetzt nicht so sofort klar gewesen, dass es so aussehen wird. Hier Canada to tax Bitcoin-Users, also Kanada will Bitcoin-User besteuern, also Leute, die Bitcoin und dadurch Gewinne haben, besteuern. Auch interessant, damals 2013 auch schon ein Thema. Man hat also damals schon vor allem in Kanada schon offensichtlich sich damit beschäftigt. Auch interessant, einfach mal im Nachgang zu sehen. Dann gehen wir weiter zu einer meiner meist empfohlenen Seiten, wenn es darum geht, Bitcoin zu kaufen. Also ich selber kaufe und verkaufe nur auf bitcoin.de. Und dann kann natürlich auch, darf natürlich diese Seite auch nicht fehlen. Und das ist einfach eine, finde ich, eine sehr, sehr gut gemachte Plattform, in der man eben durch die Fido Bank den direkten Exchange hat und wo man einfach draufklickt und hat man sein Geld auf dem Konto und kann aber auch mit einem Knopfdruck die Bitcoin kaufen und hat sie instant auf seinem Wallet und kann sie wegschicken. Es dauert dann halt 30 Minuten, bis die freigegeben sind. Die haben ein ziemlich gutes Sicherheitskonzept, aber ja, also Bitcoin.de ist auf jeden Fall spannend. Und wie haben die angefangen? Das war auch eine interessante Geschichte. Man sieht, die haben eher mehr oder weniger als eine Art Blog angefangen. Ich sehe jetzt nicht auf der Seite, ob hier schon eine Art Handelsplatz war, aber man sieht es zumindest in der Navigation nicht. Es gab eine Presse, Forum und News. Also Bitcoin.de hat offensichtlich ursprünglich eben eher so eine Art, Infoplattform dargestellt und man konnte halt hier diverse Sachen angucken, Nachrichten lesen und so weiter. Also das war halt damals noch nicht ein professioneller Handelsplatz. Ich glaube auch, ich habe dieses Impressum nicht geguckt, aber ich glaube, wir könnten ja mal schauen, ob es jetzt hier verlinkt ist, auch in der alten Version. Interessant, wem das damals gehört hat. Wahrscheinlich hatte das jemand ganz anderem gehört. Ja, ist nicht immer so einfach. Die Wayback-Maschine ist brutal langsam. Jetzt gucken wir mal, was das Impressum sagt. Nordstraße 14, Bitcoin Deutschland GmbH, ja. Doch, hat Oliver Flaschkamper schon gehört, so wie heute auch. Genau, also von daher, die haben damals eben hier offensichtlich schon ein Portal betrieben und haben diese Domain schlauerweise nie abgegeben. Bitcoin.de natürlich eine geniale Domain, um so eine Plattform zu machen, haben sich da extrem weiterentwickelt. Gut, dann lasst uns doch mal gucken, wo wir als nächstes stehen. Oh, das ist jetzt schade, das wollte ich gar nicht. Bitcoin.org, das ist die aktuelle Version des Redesign und das finde ich auch schön gelungen. Das ist dieses Flat-Design, ist jetzt halt wieder so wie viele, viele Websites, große Navigation. Eigentlich, das ist ein klassisches sogenanntes Mobile-First-Konzept. Die Webseite sieht total modern aus, ist aber eigentlich für Smartphones designed und Tablets. Also hier geht man, wahrscheinlich haben die festgestellt, dass 98% der Leute gar nicht mehr über Computer auf ihre Website gehen, sondern über Smartphone. Und dann haben sie halt hier jetzt dieses Flat-Design. Und das sieht eindeutig nach einer Mobiloptimierung aus.
Und das ist auch der richtige Weg für die Zukunft. Aber lasst uns jetzt, das ist eigentlich das, wo ich mich am meisten darauf gefreut habe in diesem Video. Lasst uns doch mal das jetzt angucken. Und zwar Bitcoin.org hier am 31. Januar 2009. Bitcoin versus 0.1 Alpha released, announcing the first release of Bitcoin, a new electronic cash system that uses a peer-to-peer network to prevent double spending. It's completely decentralized with no server or trusted parties. Die Bilder kann man leider nicht sehen. Hätte mich total interessiert, was da für Bilder drauf sind. Wenn jemand weiß, was das für Bilder waren, ich würde mich sehr, sehr freuen. Hier gibt es dann die erste Version in C++ programmiert, des Bitcoin, Version 0.1.3, wahrscheinlich auf GitHub auch noch runterzuladen heute. Ansonsten hieß es hier einfach nur, entpack die Datei, run die also starte die Bitcoin-Exe und die wird sich automatisch mit den sogenannten Nodes verbinden und dann wird es sozusagen anfangen für dich, genau, dann wird es für dich quasi, das war das erste Core-Wallet, soweit ich das einschätzen kann, damals. The total circulation will be 21 Millionen Coins, also 21 Million Coins. It'll be distributed to network nodes with they to make blocks with the amount cut in half every 4 years. Also circa alle 4 Jahre halbiert es sich. Wir sind jetzt, man sieht hier, wo wir stehen. Und er sagt halt hier, das sind die Coins, die produziert werden. Und ja, es werden immer weniger. Wir haben nächstes Jahr das nächste Halving wieder. Und wir sehen hier auch die ersten Updates, also das war am 1. November 2008 heißt es hier, genau, das war so einer der ersten Einträge, das heißt, hier sieht man schon den neuesten, das war dann die erste Version und hier wurde am 1. November 2008 die Idee vorgestellt, indem man sagt, okay, man hat hier diese Hash-Lösung, da ist das White Paper verlinkt, ja, auch ganz, ganz interessant, das sollte jeder sich mal angucken, was da für Konzepte dahinter stehen. Es ist ja technisch, aber extrem spannend, gerade für Leute, die sich mit der Technik auseinandersetzen. Und hier unten sieht man auch, von wem das war, Satoshi Nakamoto, seine E-Mail-Adresse war hier als GIF eingebunden oder als Bild. Und mit seinem PGP-Key, also man sieht schon, der hat schon damals auf seine Sicherheit geachtet. Und gerade natürlich jemand, der sich mit Kryptographie beschäftigt, hat natürlich einen PGP-Key. Der basiert im Übrigen, das Konzept beim PGP mit Private und Public Key ist eigentlich eins der fundamentalen Konzepte und Ideen, die in der Blockchain drin sind. Und dann sagt er hier, the proof of work chain is the key to solving the Byzantine general's problem for synchronizing the global view and generating computer proof of majority consensus without having to trust anyone. Und wer nicht weiß, was das Problem des byzantinischen Generals ist, das byzantinische Generalproblem, der kann das natürlich auch nachschauen. Byzantinischer Fehler bzw. Byzantinisches Problem beschreibt, dass die bei einer Belagerung einer großen Stadt die mehrere Generäle, die verschiedene Bereiche der Stadt absichern müssen, Stadttor, innerer Bereich, die äußeren Bereiche, vielleicht irgendein Waldgrundstück in der Nähe, dass die miteinander sich koordinieren müssen und dass, wenn zum Beispiel das Stadttor durchbrochen ist, dass dann die Leute kommen zum Helfen. Also diese Problematik der Koordination, wenn man sich eigentlich nicht sehen kann und quasi wie man sozusagen dieses Problem löst innerhalb einer großen, komplexen Struktur und unter dem Aspekt, und das beschreibt der byzantinische Fehler auch, dass es kompromittierende Elemente in einem System gibt. Das heißt, dass vielleicht einzelne Systeme absichtlich Fehler machen und absichtlich in die Irre führen wollen. Das heißt, wenn zwei sagen, hier Abzug, weil einer sich zurückzieht, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel drei Generäle sich abstimmen, gleichzeitig anzugreifen und jetzt einer sagt, nö, ich greife jetzt doch nicht an, ich falle denen in den Rücken, wie solche kommunikativen Dinge geklärt werden in einem System. Und auch quasi auch Bestrafungsmechanismen ziehen und in denen quasi Leute dann auch irgendwie committed sind. Zum Beispiel, jeder General müsste sozusagen 500 Kilo Gold oder sowas irgendwie einbringen. Und wenn die Schlacht verloren geht, dann verlieren alle ihr Gold, so ein bisschen so vom Konzept her. Das sind Ideen halt, Konzepte, in denen alle committed sind und keiner das Interesse hat, diesen Konzept entgegenzuwirken. Also das eine Koordination, das andere Preventing, also Schutz vor Manipulation. So, also ich hoffe, diese kleine Video hat euch gefallen. Das war so ein bisschen Bitcoin damals und heute. Ich schließe jetzt mit dem
Screen von Bitcoin.org ab, wie einfach die erste Webseite hier von Satoshi Nakamoto aussah. Die erste Veröffentlichung des Themas Peer-to-Peer-Netzwerk. Wer sich dafür so auch weiter interessiert, kann das auf Wayback Machine machen, sich das angucken. Und ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und Spaß gemacht. Und damit bedanke ich mich vielmals für eure Zeit. Und genau, euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann.